Ja, Katzen sind schon ziemlich, ja, packen gerne mal ihre Krallen aus. So, das ist der Krimi-Club, wo hier, wo es angefangen hat. Verstehe, die Regungen des Gegenübers lesen, ohne diesen anzusehen. Hast du schon von so etwas gehört? Ich meine, du liest ziemlich viel, oder? Ich schätze, wenn wir übersinnliche Fähigkeiten ausschließen, folgt daraus, dass wir in der Lage sein sollten, es zu bestimmen. Ohne den Sehsinn bleiben nur noch vier Möglichkeiten übrig. Das Ausschlussverfahren. Wir kommen voran. Laien wie Wissenschaftler haben erkannt, dass der menschliche Körper unterbewusst permanent Informationen aussendet. Vielleicht kann Hayakawa-san diese Information mit einem ungewöhnlichen wachen Sinn erspüren. Mit einem anderen Sinn als dem Sehsinn. Wahrscheinlich hören. Ich weiß nicht. Evolution, danke schön für den Follow. Und willkommen zurück, Keks. Hoffentlich werden die Motorradrennen nicht wie die Skateboardrennen. Mit Hindernissen? Ja, das wird schwierig. Sie haben mit Hayakawa-san an einem Tisch gesessen. Sie haben sie bestimmt genau beobachtet. Was denken Sie, wie Hayakawa die Empfindungen ihres Gegners liest? Mit einem anderen Sinn als dem Sehsinn. Mal überlegen. Wenn ich ans Casino zurückdenke. Sie schien zu spüren, dass der Typ ausrastet, bevor es geschah, und dabei hat sie nicht mal angeblickt. Wenn die Menschen unterbewusst permanent Informationen aussenden, sie diese mit einem ihrer Sinne empfangen. Gehör sind wahrscheinlich. Angstschweiß riechen. Wäre es mit dem Gehör? Vielleicht hört sie, wie sich die Atmung des Gegners bei einem guten oder schlechten Blatt ändert. Ihr Gehör, wie? Oh nein, warte. Hayakawa wusste, dass der Typ im Casino austickt, bevor er seinen Mund öffnete. Hätte sie zuvor einen Wortwechsel mitbekommen, wäre es eine andere Geschichte. Okay. Also hör nicht. Geschmacks, Tastsinn, Geruch. Vielleicht riecht sie es. Vielleicht hat sie eine sehr gute Nase. Was ist mit Geruch? Der ist unsichtbar und man kann ihn wahrnehmen, ohne die Quelle dabei anzusehen. Ihr Geruchssinn, verstehe. Yagami-san, vor einiger Zeit habe ich etwas gelesen. Es ging um ein Forschungsprojekt, demzufolge Hunde, die Empfindungen von Menschen allein am Geruch spüren. Ja. Wir erkennen Empfindungen am Geruch? So ist es. Der Hormonhaushalt der Menschen schwankt mit ihren Empfindungen. Bis zu einem gewissen Maß verändern diese auch den Geruch ihres Schweißes. Freude, Furcht, Trauer, Verwunderung. Ja, Verwunderung, Ungeduld, alles lässt den Schweiß anders riechen. Für den Durchschnittsmenschen sind diese Hormonschwankungen so subtil, dass sie ihm nie auffallen würden. Doch Hunde können mit ihrem scharfen Sinn selbst aus der Distanz den kleinsten Wandel wahrnehmen. Also Tenshi und Quincy merken gar nichts. Die ist es egal, ob man traurig ist oder wütend oder sonst was. Was man nicht alles lernt. Den Forschern zufolge bellen Hunde womöglich, wenn sie die Furcht ihres Herrchens riechen. Sie wissen, so wissen sie auch, ob ein trauriger Mensch Trost braucht. Das wäre schön, wenn sie das mal wissen würden. Einfach mal kuscheln. Meinst du damit, Hayakawas Geruchssinn ist so ausgeprägt wie ein Hund? Hunde weisen deutlich mehr Rezeptoren als Menschen auf. Keiner könnte je so gut riechen wie sie. Allerdings sind laut einigen Studien Menschen bei den Nervenzellen für den Geruchssinn weniger stark benachteiligt als Hunde. Ach ja? Ja. Kurz gesagt, Menschen nutzen ihre olfaktorischen Fähigkeiten nicht annähernd so gut, wie sie eigentlich könnten. Es ist fast so, als hätten wir unser Potenzial irgendwie verschlossen. Wenn das so ist, hat Hayakawa womöglich irgendwie Zugang zu diesem Potenzial erlangt. Ja, das wäre nicht auszuschließen. Doch in Casinos wimmelt es von Gerüchen. Wie kann sie den Geruch ihres Gegners von all den anderen unterscheiden? Das weiß ich nicht. Allerdings verfügt sie vielleicht über einen absoluten Geruchssinn, so wie andere über ein absolutes Gehör. Wie bei Musiker, die so komplett alles wahrnehmen irgendwie, wenn irgendwas ein falscher Ton ist oder du spielst etwas, irgendeinen Ton und die wissen direkt, was das für einer ist. Das ist schon. Das ist krass. Tenshi läuft nur an dir vorbei. Bei unserem Stand ergibt das am meisten Sinn. Klingt nach einer brauchbaren Spur. Du bist wirklich ein Wunderkind. Dein Wissen wird dich noch weit bringen. Ich bin bloß froh, bei dem Fall helfen zu können. Hat Hayakawa wirklich einen absoluten Geruchssinn? Klingt nach der besten These. Ich sollte in der Gegend nach einem Mittel suchen, um Hayakawas Geruchssinn zu täuschen.
Ich hole jetzt ganz viel Zwiebeln. Ganz viel Zwiebeln essen. Ich gehe nochmal rein, ob hier noch was ist. Doch, Tenshi merkt, wenn du Futter hast. Ja. Yagami-san. Das stimmt. Meine Fürze riecht immer nach Freude. Und da wir gerade hier sind, gehe ich nochmal zum Robotik-Club. Extra Knobi, ja. Yagami-san. Ah. Oh Gott, so. Kann ich jetzt... Stimmt, wo kriege ich denn Bericht zur Anwendung mobil? Das kriege ich wahrscheinlich erst später. Aber ich habe immerhin schon ein bisschen was eingekauft. Okay, direkt wieder. Okay, das habe ich leider nicht. Okay, bisschen bessere Batterie. So, haben wir schon mal den hier.
Versuch's. Ich hab keine Ahnung, okay. Yagamichi. Was sind das schon mal hier? Alter. Komm in Ruhe! Wow! よし。よし。よし。これはどうだ。シーション、der よし。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 よ
Alles okay, das macht total Spaß. Fast so wie zu Hause zu zocken. Außerdem hat Itokoras Tempel mir tolles Feedback gegeben. Deswegen weiß ich, dass ich das schaffen kann. Ich muss weitermachen. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen zu sehr ermutigt. Koro, Masaki-kun ist die Ruhe selbst. Egal was passiert, er sagt kein Wort, sondern macht einfach unbeirrt weiter. Echt bewundernswert. Ich habe uns was Kleines zur Stärkung besorgt. Oh, echt super. Ich habe sowieso langsam Hunger. Was hast du denn dabei? Stamina. Nur weil du eine Maschine bist, die alleine von Öl lebt, sind wir noch lange nicht. Sind wir das noch lange nicht. Davon wird man doch nicht satt. Kein Problem, Leo. Ich habe am Anfang auch nicht durchgeblickt, was ich da mache. Und ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das super easy oder wirst stundenlang salzen. Ja, auch. Das muss ich als Betreuer wohl mal ein wenig was spendieren. Ja. Leute, habt ihr kurz Zeit? Wie wär's, wenn wir Ramen essen gehen, falls eure Eltern nicht schon was gekocht haben? Ramen? Ja, Mann! Ich bin sofort dabei. Ich habe meinen Eltern schon gesagt, dass ich spät komme. Also haben sie nichts gekocht. Wir bezahlen natürlich, oder? Ja. Lisa, hol mal den Döner. Nein, ich hasse den Robotikclub, die sollen verhungern. Dann nehmen wir das Angebot an. Bist du dabei? Der hat auch Hunger, okay. Wir gehen jetzt zum Stand. Doch, in Japan gibt's Döner, aber das schmeckt nicht wie in Deutschland. Es gibt Döner in Japan. Aber es hält leider anders. So wie wir den kennen. Na los, komm schon. Koro Masaki-kun, das wird eine lange Nacht und mit leerem Magen können wir nicht arbeiten. Okay, ich komme auch mit. Super, dann gehen wir. Ich will Kekse, gib mir Kekse. Keine Kekse. Warum ist eigentlich. Ich sehe so klein aus. Oh, ist das gut? Ja, gar nicht übel. Sakura-kun? Warum weint ihr? Ich hatte seit der Mittelschule noch nie Freunde. Ich war so einsam. Niemals hat jemand mit mir zusammen zum Mittag gegessen. Ach so, er redet. Hast du keine Kekse? Auf dem Klo essen? こうしてみんなと友達みたいにご飯が食べれて友達みたいじゃないよ友達だよ車崎先輩 やれやれ。ほら、ハンカチ。ラーメンがしょっぱくなるよ。糸倉先輩。汚ね。なあ、それ持って帰っていいから。 Kann ich bitte eine neue Schüssel Rahm haben? Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Bakterien rübergeflogen sind in meine Schüssel rein. Mina, mata koyona. Der Verkäufer nur so, okay, wann hört er auf? Gott sei Dank muss ich jetzt nicht nochmal dahin latschen. Das ist schon wieder ein Fehler. Ich kapier's nicht. Takamori. Wie kommst du mit der Maschine für Plan B voran? Die hätte schon gestern fertig sein sollen. Was? Sie ist sie aber nicht. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Dann hättest du das melden müssen. Langsam sind alle etwas gereizt. Hey, ist alles okay? Wie bitte? Du siehst ziemlich erledigt aus. Ach, wirklich? Ja, der sieht sehr lebensfroh aus. Naja, du bist jeden Tag nach der Schule im Clubraum. Überanstreng dich nur nicht, okay? Alter, die Augenringe des Todes.
Wenn der Preis der Sieg über das Soto College of Science ist, dann überanstrenge ich mich gerne. Ich stehe sowieso unter Strom. Bis wir gewonnen haben, schaltet mein Gehirn sicher keine Sekunde ab. Mit anderen Worten, Yagami-san, Willenskraft, ich stehe das alleine mit Willenskraft durch. Ja. Jetzt macht er auf einmal einen auf Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Der Stress setzt dem wohl zu. Kurumasaki Kun hat Spaß, das sieht man selten. Wow, da bin ich echt erleichtert. Der hat bisher immer so still vor sich hingearbeitet. Yagami-san. Alter, was zum Teufel. Guck dich mal die Kampfkraft an. Und ich muss das gewinnen, weil da sind Sachen bei, die ich brauche. Oh, die sind ja voll auf Angriff, ne? Oh, boy. Ja. Der hat schon Bohrer, der hat einen Bohrer. Die sind alle auf Angriff. Geil, das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung hier. Magikayo. Alter, da darf ich mal hier vorbei? Dieses Drecksspiel. Fick dich! Boah, das macht mich schon wieder so pissig. Du kannst nichts machen. Ja, die haben schon fast alles erobert. Das ist schon sinnlos. Nee, ich fange von vorne an. Das hat schon keinen Sinn. Yagami-san. Das Problem ist, ich muss gewinnen, damit ich überhaupt weiterkomme, um bessere zu kaufen. Scheiße, ey. Hast du noch 3 Stunden Zeit dafür? Ja, ich glaube, ich werde hier auch 3 Stunden daran sitzen. Ja, das ist auch Glücksspiel, Yami. Es kommt drauf an, wo die Sachen spawnen und... Ja, es spawnt immer woanders. Mein eigener blockiert mich. Cool. So, lächerlich. Ich habe noch nicht eins gesammelt, weil die mich einfach wegschieben. Ja, lass jetzt mal. Also. Yagami-san.
Ich kann halt nichts Neues machen, das ist das Problem. Bessere Roboter, bessere Chancen. Ja, ich muss aber die Teile auch dazu kriegen. Das ist halt das Problem. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Erstmal. Boah, das macht es gar nicht besser, ne? So, ich habe jetzt das oder das. Ich nehme so einen Hammer. Eigentlich wäre cooler, wenn ich sowas hier nehme. Erhöhung der Geschwindigkeit. Warte mal. Verbesserung Boostgeschwindigkeit. Eigentlich würde ich dem hier gerne einen Schutz geben, weil den greifen, ich versuch's einfach mal. Ich glaube, die Bohrer sind besser als der Hammer, weil sie Permaschaden machen beim Rammen, ja. Gehen wir zu einer Lebensaufgabe. Es ist wirklich so. Ich werde hier für immer dran sitzen. So, ich hoffe, die bohren jetzt kaputt. Ja, super. Lass das doch mal. Warum ist eigentlich. Wo ist meine Waffe eigentlich hin? Oh nein, habe ich die aus Versehen abgebaut. Und wie fehlt mir gerade meine Waffe?
Boah, die sind schon wieder hier vorne. Wie soll ich denn machen? Ach, da ist mein Hammer. Ja, ich glaube, ich will auch einen Bohrer haben. Ja, ich komme hier nicht weg. Irgendwie ist der Hammer kacke, ja. Ich sehe auch die anderen alle, wie die nur immer den Bohrer haben. Ich sehe keinen, der den Hammer hat. Aber der Hammer war damals das Beste. Toll. Wo ist denn jetzt hier? Ey, das ist so am Arsch der Unterwelt. Ich komme ja auch nicht weg, danke. Ich habe keine Chance, ich kann nichts machen. Boah, dieses Spiel ist so scheiße. Also dieses Minispiel, ich hasse es einfach. Ja, der muss jetzt eigentlich nur zu... Ich weiß nicht, was er da oben macht. Der Kaiser, der müsste eigentlich nur zu mir nach vorne und zack, erobern. Aber gut, ich glaube sowieso verkackt. Keine Chance. Das ist einfach lächerlich, Mann. Ich bin wirklich froh, wenn dieses Minispiel endet. Ganz ohne Witz. Widerwärtig. Aber halt nicht besser. Das ist das Problem. Niemals enden. Nee, dieses Minispiel wird niemals enden, das stimmt, weil ich nie weiterkomme. Wir haben jetzt alle Bohrer. Mal gucken. Nee, scheißegal, ich bohre die jetzt auch kaputt. Komm, wir nehmen dich in eine Zange. Hier, bitteschön! Oh, wie fährt der denn, Mann? Oh, jetzt werde ich ihn nicht. Nee! Boah, ey, verpiss dich, du kleiner Bastard. Boah, ich werde schon wieder richtig sauer. Das Problem ist, ich kann halt nichts in der Zeit machen. Guck mal, die sind schon fast wieder bei mir. Hass es. Wisst ihr, was ich noch hasse? Diese Map hier. Dieses Spielfeld. Das ist scheiße mit den ganzen Löchern. Ich
Oh nein, verpiss dich. Oh mein Gott. Ich habe hier so Verteidigungssachen eingebaut, die mir bringen irgendwie gefühlt gar nichts. Nur 30 Sekunden, das schaffe ich nicht. Ja, natürlich. Na sicher. Mir fehlt nur noch eins! Nein! Ein Dreck. Yagami-san. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo es einfach keinen Spaß macht. Das ist nur ein Trainingsmatch, ne? Aber ich brauche die Scheiße, sonst kann ich keine neuen Roboter bauen. Wisst ihr, die haben auch immer die ganze Zeit Glück, dass die Sachen bei denen spawnen. Bei mir einfach am Arsch der Unterwelt. Da, das meine ich. Das spawnt einfach bei denen. Genau. Klar. Super. Ja. Alter, das ist doch schon wieder lächerlich. Meine machen gar nichts. Die machen nichts. Die sammeln nichts ein. Okay, tschüss. Nee, das sehe ich nicht. Yagami-san. Ich mache jetzt die nächste Runde von dem Hauptkampf. Kein Bock mehr auf diese Trainingspisse. Gerade, die sind genauso beschissen. Oh, die schießen sogar. Cool. Ja, jetzt steh mir im Weg. Super, super, Alter. Der one-hittet mich. Ist klar jetzt. Ist klar. Ich bin wirklich bei diesem Minispiel an dem Punkt angelangt, dass ich es einfach nicht mehr mache. Mir denn scheißegal. よし。
Der One-Hittet mich einfach. Ist nicht dein Ernst. C4 hätte ich gerne. Hätte ich sehr, sehr gerne. Das ist so ein Witz. Warum steht ihr denn da rum? Ey, das gibt's nicht. Das kann man so beschissen sein. Ja, mein eigener Scheiß-Bot hier. Ich hasse es. Ich hasse es. Das Spiel hasst dich. Ich hasse es auch. Das ist das gegenseitige Hass. Boah, steckt ihr euch eure Roboter in den Arsch. Bitte. Das ist schon ziemlich spät. Nicht fertig, wirklich? Was? Was ist das für ein Design? Das ist ein echtes, komplexes Design, aber so etwas habe ich, glaube ich, nicht in Auftrag gegeben. Sag bitte nicht, dass du mit der Arbeit hinterher bist, weil du das hier gezeichnet hast. Doch, ich war irgendwie total drin. Da habe ich die Zeit vergessen. Was soll denn das? Das sieht überhaupt nicht ähnlich. Soll ich euch was sagen? Der schüchterne Typ wird wahrscheinlich der sein, der diese komischen Roboterkämpfe macht außerhalb der Schule. Hm? Was sagt man immer? Stille Wässer sind tief. Hat man zu mir mal gesagt. Sieh zu. Goro Masaki hat es mit dem Design total übertrieben und ist mit seiner eigentlichen Arbeit null vorangekommen. Was? Goro Masaki-kun? Das sieht ihn aber gar nicht ähnlich. Was ist denn los? Eigentlich war das meine Schuld. Deine Schuld, Sakura? Also Goro Masaki-senpai und ich haben uns über den Roboter-Design unterhalten und hatten solchen Spaß und ich habe ihm gesagt, er soll es mir mal zeigen. Es ist nicht Sakura-kuns Schuld, sondern meine. Das vielleicht was damit zu tun, wie er kürzlich mal beim Arbeiten so breit gegrinst hat? Haltet euch jedenfalls bitte an die Deadlines, ihr zwei. Für solche Spielchen ist jetzt wirklich der völlig falsche Zeitpunkt. Okay. Du verstehst das total falsch. Das waren keine Spielchen. Was? Wenn du das nicht nur zum Spaß gemacht hast, was denn dann? Naja, ich dachte mir, dass wir mit deiner Strategie nicht gewinnen können. Ach, und das hast du gedacht? Der Roboter gewinnt, wenn er cooler aussieht? Willst du Toto etwa mit einem Roboter schlagen, der aussieht wie aus einem Anime? Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich ziemlich viel von euch verlange, aber du musst gerade wirklich voll konzentriert sein und dein Bestes geben, bitte, okay? Er hat ausnahmsweise mal Spaß, er tut mir wirklich richtig leid. Ja, ich habe auch Spaß. Kann das einfach bitte enden? Für immer? Yagami-san. Oh. Schlaf schon, Little Gem. Danke, dass du da warst.